Die haben uns eine Karte mitgegeben. Da hast du einen Gutschein und du hast eine Karte. Mit 1 GB 5G. Was noch cool ist, für alle iPhone-Nutzer. So, wir sind in der ersten Unterkunft angekommen. Direkt in Downtown. Ja, mit einer kleinen Dusche. Es sieht recht schick aus. So ein kleines Studio-Apartment, so nennt sich das. Das Einzimmer. Und dann gibt es noch einen kleinen Balkon. Das hat uns jetzt knapp 130 Euro gekostet. Mit einer richtig coolen Aussicht sehe ich gerade. Und ich zeige euch jetzt mal unser Apartment, was wir für 4 Nächte gemietet haben. Also eine kleine Gästetoilette. Was gibt es dazu zu sagen? Ist jetzt außerhalb. Kostet pro Nacht knapp 87 Euro. Hast noch draußen einen gemütlichen Balkon. Aber ich glaube, in der Hitze draußen zu sitzen, lohnt sich gerade nicht. Deswegen eher am Abend. Da hinten siehst du die Stadt. Hier hast du noch eine tolle eigene Toilette. Genau, drüben. Ein Bad, eine Dusche, das Bett. Für den Preis ist es eigentlich rechts in Ordnung. Ist eigentlich auch ein riesen Balkon. Einfaches Beispiel, wir sind jetzt bei der Dubai Mall. Und wenn wir von hier aus mit einem Taxi fahren würden, der hier uns direkt abfängt, müssten wir 100 Dirham zahlen. Anderes jetzt über die App, das läuft alles über dein Apple Pay, was du einrichten kannst. Du kannst deine Kreditkarte mit hinzufügen, müssten wir jetzt ungefähr 50 bis 60 Dirham zahlen, je nachdem, wie viel es jetzt zusätzlich kosten wird. In der Regel springt das jetzt nur an 10 Dirham mehr oder weniger, aber jetzt nicht so hoch, dass man sagt, okay, die 100 würden sich lohnen. Achtet einfach drauf. Kanal, so, jetzt sind wir in unserer ersten Airbnb-Wohnung angekommen, die wir jetzt über einen längeren Zeitraum gemietet haben. Das heißt, wir leben jetzt nicht mehr vom Koffer aus. Ich zeige euch schnell mal die Wohnung. Das ist hier der Eingang und hier haben wir schon direkt die Küche. Ja, die ist eigentlich rechts. Klein, aber dadurch sauber, sieht echt von der Qualität her auch in Ordnung aus. Von IKEA hast du alles.
Wir haben einen Ofen, wir haben einen Herd, wir haben eine Mikrowelle, wir haben eine Waschmaschine. Ja, super. Dann geht's weiter. Einen kleinen Wohnbereich, ja, kannst du direkt von der Küche aus das Essen rüberreichen. Ein Fernseher, der, ja, reicht aus. Und dann direkt geht's raus in deinen Balkon. Ja, der ist recht klein, aber reicht aus. Dann geht's weiter in die Toilette. Recht klein, aber was will man mehr? Sieht alles sehr sauber aus. Wöchentlich kommt hier eine Reinigung. Genau. Dann geht's weiter in unser Schlafzimmer. Ein integrierter Schrank. Und dann geht's noch raus. Balkon Nummer 2.